Spaziergängern, die derzeit im Bereich Kleekamp in Hardexen unterwegs sind, weht unter Umständen ein ganz besonderer Wind um die Ohren. Zumindest, wenn sie am dort eingerichteten Kalklager vorbeikommen, das im Minutentakt von einem Hubschrauber angeflogen wird. Der Helikopter ist im Auftrag der niedersächsischen Landesforsten im Einsatz, die seit September auf einer Gesamtfläche von 3400 Hektar im Solling den Wald kalken lassen. Ziel der Aktion ist es, die durch Luftschadstoffe versauerten Böden wiederherzustellen. Jeder Hektar Waldboden erhält hierzu aus der Luft genau 3,2 Tonnen kohlensauren Magnesiumkalk. Das Material rieselt nach dem Abwurf in den Boden und sorgt dort dafür, dass die Umweltschäden wieder ausgeglichen werden. Für Menschen und Tiere ist der Kalk völlig ungefährlich.